Computerspielen und E-Sports begeistert nicht nur deutschlandweit immer mehr junge Menschen, sondern auch weltweit. Das früher einmal als Außenseiter-Hobby bezeichnete Daddeln entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer Milliardenbranche. Doch dieses Geld fließt nicht nur in die Entwicklung neuer Spiele, sondern in Computerspielwettkämpfe. Teams und internationale Ligen werden von namhaften Sponsoren aufgestellt, um dem E-Sport noch zu größerem Erfolg zu verhelfen. Wir haben uns für ein Interview mit dem Teamcaptain des Amateurteams MyRisk, Andreas Tran, auch bekannt unter dem Namen And The Nuke, getroffen, um mehr über die E-Sport-Szene und die Subkultur der Gamer zu erfahren. Der 27 Jahre alte Student Andreas Tran kann sich zu den besten StarCraft 2 Spielern der Welt zählen. Zusammen mit seinem Team MyRisk versucht er regelmäßig auf die E-Sport-Szene in Berlin aufmerksam zu machen. Dabei möchte er vor allem die sozialen Inhalte dieser Bewegung verdeutlichen. Nebenbei führt er regelmäßig Lehrgänge im professionellen Computerspielen und übt eine Moderatorenrolle bei lokalen E-Sports-Turnieren aus. Wie kamst du denn zum Hobby Computerspielen? Also im Prinzip spiele ich schon immer in irgendeiner Form Computer oder Konsole. Ich bin eigentlich aufgewachsen, sage ich jetzt mal, in einem Haushalt, wo es das so nicht wirklich gab. Hab dann aber irgendwann als kleiner Junge, so mit 7 oder 8, glaube ich, meinen ersten Gameboy mal bekommen, weil ich mir den sehr gewünscht habe zum Geburtstag. Ja, und da ging es dann eigentlich los. Wie kamst du dazu, in der E-Sport-Szene mitzumischen? Also im Prinzip hat es angefangen, dass ich mir, also als ich dann StarCraft 2 angefangen habe zu spielen, habe ich dann irgendwann mal rausgefunden, dass es halt Streamer gibt, also sprich Leute, die übers Internet Turniere kommentieren. Da bin ich dann über zuerst mal deutsche Streamer gestolpert und habe darüber dann quasi dann über Foren und so weiter erfahren, dass es halt riesig große Turniere gibt. Ich meine, Korea ist ja immer so das schönste Beispiel mit gigantischen Preisgeldern. Und fand das dann total spannend, dass ich dann halt zwei Leute gegenseitig in diesem virtuellen Raum halt sehr spannende und interessante Kämpfe liefern, wo es halt wirklich auf Konzentration und Können aufkommt. Und das fand ich einfach so spannend, dass ich das dann auch so selber ein bisschen für mich entdeckt habe. Ist Spielen denn sozialer durch den E-Sport geworden? Also ich würde sagen, dass es nicht sozialer geworden ist, aber es macht die Sache einfacher, also das Soziale halt, den sozialen Aspekt in das Spielen halt einzubringen. Also früher, selbst wenn man irgendwie zu Hause an seiner Super Nintendo-Konsole gesessen hat, hat man ja trotzdem auch Freunde eingeladen, um mit denen zusammenzuspielen. Aber durch den E-Sport ist es halt einfach so, dass man, dass das wesentlich leichter zu erreichen ist. Also diese soziale Ebene, weil man einfach über Live-Übertragung, über Turniere, auch über Preisgelder da auch Interessen lockt bei den Leuten und sagt so, oh, die spielen da um 100.000 Dollar. Was denn da los? Was muss ich mir ja mal angucken? Das kann ja nicht irgendwie was super Uninteressantes sein, sondern da muss es ja auch andere Leute geben, die sich dafür interessieren. Und dann ist dann halt das Schöne, wenn man dann diese anderen Leute auch kennenlernt, weil so verbreitet ist es halt auch einfach noch nicht, dass man auch sofort Leute hat, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man gemeinsame Interessen hat. Und somit wird halt einfach so diese Deckungsmenge, die man dann mit fremden Menschen im Prinzip hat, wesentlich leichter erreicht. Und man hat sofort was, worüber man fachsimpeln kann und direkt Gespräche entstehen und auch wenn es nur Sachen sind, so ich finde den Spieler toll, ich aber den, und dann diskutiert man halt, welcher Spieler, sage ich mal, besser ist oder die besseren Leistungen bringt. Und ich denke, dadurch ist halt dieser soziale Aspekt, wird durch den E-Sport sehr gefördert, also kann durch den E-Sport sehr gefördert werden, so müsste man es eigentlich sagen. Ist Computerspielen ein Hobby wie jedes andere auch oder ist es eher ein Nischenhobby? Also für mich ist das ein Hobby wie jedes andere auch, es steht sogar in meinem Lebenslauf drin. Also ich schreibe das dann tatsächlich rein und bin da bisher noch nie auf negative Erfahrungen gestoßen, eher auf neugierige Fragen, so nach dem Motto, was haben Sie denn da reingeschrieben, was ist das denn? Und aber es kommt halt einfach darauf an, wie man das halt auch auslebt, ne? Also für mich ist das halt einfach so eine ganz schöne Sache, man geht halt abends mit Freunden weg, guckt sich halt in der entsprechenden Kneipe irgendwie dann
Turniere an, erzählt mit den Leuten, die da sind, über die Entwicklung in der Szene, wie es gerade so läuft und ob es auf einem guten Weg ist oder halt nicht. Also für mich ist das ganz normal, wie halt Fußball schauen einfach für andere Leute, ne? Die sich dann auch darüber unterhalten, wer jetzt aufsteigt, wer absteigt, wer was, wie viele Punkte gewonnen hat und was ist eh nicht alles, ne? Kann sich denn jeder für das Spielen interessieren? Und gar kann jeder denn Pro-Spieler werden? Also, dass jetzt jeder zum Programmer werden könnte, ist ja gleichzusetzen, wie jeder kann professioneller Fußballspieler werden, was ja vollkommener Unsinn ist. Aber jeder, also ich bin davon überzeugt, dass jeder sich A für E-Sport interessieren kann, der also allgemein auch Sport interessant findet. Ja, und auch jeder das Spiel zumindest lernen kann. Also auch wenn man überhaupt gar keine Erfahrung hat, kann man auf jeden Fall, wenn man denn dann möchte, das ist natürlich immer eine Interessensfrage, wenn man jetzt sagt, so, hey, das ist total interessant, davon habe ich noch nie was gehört und will ich unbedingt mal lernen, dann geht das auf jeden Fall. Klar, das ist dann ein längerer und härterer Weg, weil halt einfach gewisse auch motorische Fertigkeiten nicht so da sind. Ja. Aber dennoch ist das Spiel auf jeden Fall so lernbar, dass man das auf jeden Fall auch für sich selber interessant und ich sag jetzt mal, mit Spaß auch spielen kann, definitiv. Und für den E-Sport kann sich, wenn man das will, jeder interessieren. Also ich sehe, das beste Beispiel sind meine Eltern, die damit absolut gar nichts am Hut haben, null. Ja. Aber trotzdem, wenn ich dann mal da bin und ein Turnier ist, dann mein Vater auch mal sagt, so, ja, schließ doch mal dein Notebook am Fernseher an, dann können wir das ja alle zusammen mal gucken. Du hast vorhin bereits das große Beispiel Korea angeführt. Was fehlt Deutschland noch, um genauso E-Sport fanat zu werden? Ich glaube, dass hier in Deutschland halt einfach die Förderung nicht da ist. Das muss man einfach sehen. Also es gibt A, sowohl Mannschaftsstrukturen gibt es eigentlich kaum. Also es gibt kaum Vereinsstrukturen. Wie gesagt, ich habe da jetzt versucht, mit meiner Mannschaft da ein bisschen so ein kleines, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein übertrieben ist, aber so ein kleines Zeichen halt zu setzen, dass ich halt sage, okay, es ist halt nicht nur Computerspielen, sondern auch eine Mannschaft richtig, wir machen was zusammen und wir sind zusammen aktiv. Aber das Problem ist halt einfach, dass das einfach, ja, halt so das Computerspiel an sich halt keinerlei Anerkennung hat. Also es wird überhaupt nicht wertgeschätzt von niemandem, sondern Kinder, die halt viel Computer spielen, werden halt als Zocker abgestempelt, als faule Schüler, die lieber ihre Zeit vorm Computer verbringen. Klar, da mag was dran sein, aber das liegt hauptsächlich daran, dass halt auch dann vom Elternhaus zum Beispiel dann auch dort keinerlei Gefühl für zum Beispiel auch eine Talenterkennung da ist. Klar, beim Fußball merkt man sofort, wenn das Kind Fußball spielt und das ist super gut, dann kann man sagen, so, hey, das hat total Talent und das müssen wir fördern und machen und tun. Aber wenn die Kids auf einmal zu Hause sitzen und viel über Computer zocken, dann finden das entweder die Eltern nicht so doll oder sie fördern es halt auch gar nicht, ne? Und sagen halt, hier, guck mal, ich habe da was gelesen, einen Zeitungsartikel, da gibt es ein Call of Duty Team oder Counter-Strike Team, die verdienen da Geld mit und die sind organisiert und haben total Spaß und fahren auf LAN-Partys. Wäre das nicht mal was für dich? Das existiert halt in Deutschland einfach nicht. Ist Computerspielen oder E-Sport auf dem Weg dazu, wie Fußball zum neuen Volkshobby der Deutschen zu werden? Es ist auf jeden Fall auch, geht in die richtige Richtung, aber ich glaube jetzt nicht, dass es ein Volkshobby werden wird, weil es halt schon eine recht spezielle Geschichte ist. Und das hat halt einfach nicht den geschichtlichen Hintergrund wie Fußball. Das muss man auch einfach sehen. Also es ist noch extrem jung. Und das dauert halt einfach. Aber also man merkt halt schon, dass es auf jeden Fall immer populärer schon wird. Dass halt immer mehr Live-Events auch entstehen. Also zum Beispiel in Köln hat man jetzt ein Live-Studio eingerichtet. Jetzt in Potsdam in Babelsberg wird auch eine Live-Show produziert. Also da ist schon einiges los und es wird auch immer mehr. Auch das Production Value, mir fällt jetzt das deutsche Wort an, die Produktionskosten von den Sendungen werden auch immer größer. Also es bedeutet, die Qualität nimmt immer mehr zu. Also das kann man schon ganz gut verfolgen. Und das finde ich ist auf jeden Fall ein richtiger Weg. Ich persönlich fände es natürlich toll, wenn es ein weit verbreitetes Hobby wird, aber ich glaube es kaum. Einfach weil es halt erstmal eine relativ spezielle Sache ist, natürlich hauptsächlich junge Leute anspricht, aber auch da nur erstmal einen speziellen Interessenskreis halt. Ne? Und dann läuft das halt, wie meistens, ja, ein Freund von mir hat halt das Hobby und dann gucke ich da mal zu und dann finde ich das vielleicht interessant. Ne? Aber dadurch, dass es einfach noch so klein ist, dauert das halt einfach ewig. Also das wird auch noch
denke ich, lange dauern, bis das also auch wirklich mal eine akzeptierte Geschichte ist. Also dass es auch vielleicht mal in der Schule AGs gibt, die sowas machen. Oder ich meine, zum Beispiel Schachgruppen, ja, hat man ja in der Schule. Und StarCraft 2 ist im Prinzip nichts anderes. Nur halt in digitaler Form, ein bisschen schneller, ja. Aber vom Prinzip her genau das Gleiche. Ne? Und das muss halt erstmal noch klar werden. Also da muss halt auch erstmal noch dann ja auch so das Potenzial auch entdeckt werden. Ne? Und ich denke, das wird dauern. Also der Weg ist schon mal richtig, aber die Zeit wird da noch glaube ich, lange voranschreiten, bis da dann auch mal auch Eltern mal sagen, so, hey, das ist doch eine total tolle Sache, wäre das nicht was für dich? Und mach das doch mal irgendwie intensiver. Ja? Im Moment ist es ja eher so, nee, ich spiele mal nicht so viel Computer. Ne?